So, weiter geht's heute mit Watchdogs und wir müssen die Vergangenheit ausgraben. Und zwar die Signalquelle beim Schatz des Torenanschlags finden. In der letzten Folge haben wir uns ja mit unter anderem Cops. Was hab ich denn hier? Was ist denn das überhaupt hier alles? Hack mal das ganze Ding mal. Nehmen wir so mit. Ein Hausmeister, okay, nicht wichtig. Was habt ihr zwei? Arbeitsloser, gut, der andere wahrscheinlich genauso. Aaron Hofer. Mit Drogen in Whitechapel. Nehmen wir mal mit. Einfach mal so, weil es kann. Du scheinst den Scheiß genauso satt zu haben wie ich. Sag's nicht. Du bist von DedSec. Ich habe ein paar nützliche Informationen für euch. Ich höre. Vor ein paar Wochen wurde mein gesamtes Team gekündigt. 300 Leute. Offensichtlich wurden wir alle ersetzt. Gott, das... Wie furchtbar. Ich meine, ich komme klar. Aber irgendwas an der ganzen Sache stimmt einfach nicht. Wir waren alle erfahrene Techniker. Die konnten uns alle auf keinen Fall so schnell ersetzen. Da läuft auf jeden Fall eine krumme Tour. Also möchtest du, dass sich DedSec deinen Ersatz mal ansieht? Korrekt. Hilf mir und ich werde es dir nicht vergessen. Eine Hand wäscht die andere. Na gut, dann machen wir das doch mal. Helfen wir mal einem weiteren tollen Rekruten. Was muss ich denn da machen? Ist das hier für die? Vergangenheit ausgraben. Ich will eigentlich gerne den anderen da irgendwie helfen. Machen wir trotzdem mal den Anschlag. Müssen wir trotzdem den Anschlag machen, scheinbar. Ach, das sind wieder die ganzen Stadtviertel. Die kennen wir ja. South Park, Lambeth. Die kennen wir ja aus Assassin's Creed. So, ich brauche ein Auto. Ich habe mein letztes Jahr aus irgendwelchen Gründen geschrottet. Mit dem Lieferwagen? Ja, fahr mal im Lieferwagen. Scheiß drauf. Komm. So, das heißt, wir haben ein paar Kilometer, anderthalb Kilometer zu fahren. Upsi. Lasst ihn nicht entkommen. Drohne, Suchsequenz beginnen. Ernsthaft jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Das war ein scheiß Motorradfahrer, das ist der alte GTA-Kranke. Da hat es euch auch nicht gejuckt. Sind jetzt ein paar Drohnen unterwegs. Ich hoffe, dass sie mich jetzt erstmal noch in Ruhe lassen. Okay, gut zu wissen, dass die scheinbar auch solche Sachen mitnehmen. Gut zu wissen, dass die auch solche Sachen, das sind Dumme. So, fahren wir auf jeden Fall erstmal zu diesem Punkt, aber da haben wir schon mal wieder ein bisschen Feindpräsenz zu haben.
Muss mal gerade gucken, wo ich hier hin muss. Geh mal weg. Ich suche mir gerade ein sicheres Örtchen. Wo ich mal ein bisschen reinspinksen kann. Ich wäre eigentlich an dem Tag hier gewesen. Danke dir, mieser Pappfraß. Ich würde hier sonst tot mit den anderen liegen. Hier ist seit Monaten alles verlassen. Etwas merkwürdig, dass ein Gebäude, das instand gesetzt werden sollte, so viel Security braucht. Ganz schön verdächtig, oder? Den Gedanken hatte ich auch. Wonach suche ich, Bagley? Irgendein Gerät oder sonst was, das immer noch dieses Signal senden könnte. Es scheint aus dem Schutt zu kommen. Wachenskamera. Ich nehme mal die Kamera und check mir das mal gerade eben kurz durch. Aha. Habe ich hier eine Falle, wo ich den mal hinlocken kann? So, die Frage ist, komme ich da jetzt irgendwie ohne Probleme runter? Ich muss hier das mal... genauer anschauen. Muss ich denn da machen? Da ist irgendwo ein Schlüsselfach oder was? Was ist denn das hier? Kann ich das irgendwie... Aha. Sicherheit zur Zugangspunkt. Okay, gut zu wissen, dass ich da nicht rankomme. Also ich muss hier hinter. Aber die Frage ist, komme ich da irgendwie sicher mal rein? Meine Drohne wäre wahrscheinlich das Sinnvollste gerade, dass ich mir eine Sicherheitsdrohne kape. Aber ich komme hier vielleicht rein. Moment. Brauche ich gar keine Drohne für. Ich gucke mich auch so mal um. So. Da sind wir doch. Hep. Und hep. Und hep. So. Ach, das ist auch für das scheiß Audio. Er will unsere Jobs automatisieren, Mann. Kein Witz. Geschäftsführer Cass? Im Ernst? Wer sagt sowas? Ein Freund aus der Forschung. Was der alles erzählt hat über Background-Checks, wer für Albion noch nützlich sein könnte und wer Probleme macht. Hast du Angst um deinen Job? Das ist dein PMC. Die machen Background-Checks für jeden von uns. Du kapierst das nicht. Er meinte die gesamte Bevölkerung, nicht nur uns Angestellte. Wie schlimm ist die Lage, dass man jeden genau überwachen muss? Ja, das ist schlimm. Sieh dich um. Verdammt schlimm. Und Cass wird tun, was er tun muss, damit es nicht noch schlimmer wird. Solltest du auch tun.
Das Problem, ich kann natürlich nicht alle da hinten jetzt ablenken. Ich würde den gerne mehr. Das Problem, wenn ich den jetzt natürlich angreife. Ich vermute, dass die mich sehen könnten. Oh yeah. Natürlich nicht. Scheiße. Bringen wir es hinter uns. Ja, dann muss ich es halt so machen. Nur noch schlimmer. Tot. Es wird geschossen. Okay, das sind nur. Nehmen wir sie mal mit. Die Zielperson. Tot. Ich nehme mal deine Munition mit, mein Freund, ja? Warte mal gerade kurz. Ich. Hier unten ist irgendwo eine Kiste und die will ich mir einfach mal gerade angucken, ob die hier. Ach, die ist hier hinter, oder was? Ich kann die jetzt mal so easy in der Kiste wegsnacken. Aber ich bin durch Zufall auf einen ganz wichtigen Punkt gestoßen. Bein eines kaputten Spider-Bots. Relikt. Was zum Teufel? Das ist es. Das Signal kommt von diesem Spider-Bot-Teil. Bisher kein Hinweis, wem er gehört. Guck mal, habe ich den gerade irgendwie an Bord? Ne, habe ich nicht. Irgendwas hat es komplett ruiniert. Scheiße, was macht das Teil hier? Schwer zu sagen, aber mit einer AR-Rekonstruktion können wir herausfinden, was damit passiert ist und was das mit den Anschlägen zu tun hat. Wenn du auf die Datenrelais in der Nähe zugreifst, kriege ich genug Daten, um die AR-Rekonstruktion zu erstellen. Okay, das heißt, wir müssen wieder weitere Relikte, weitere Teile finden. Bist du feiner? Nehmen wir den mal raus aus dem Spiel. Hier ist noch irgendwas Wichtiges vielleicht. Dafür, dass das Ding so mega wichtig sein scheint das hier eigentlich fast niemanden zu interessieren. Zumindest ist das jetzt der gewisse Stand. Warum ich denn die Technik hier runter, oder was? Oh, ernsthaft. Okay. So, nehmen wir mal. Das mit, was da so wichtig ist, interagieren. Perfekt. Noch zwei weitere Datenrelais. Komme ich da nicht irgendwie ran oder so? Ich habe nur eine spontane Idee. Ist nur so ein blödes Gedankending. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich muss gerade gucken. Wo komme ich da unten? Ne, es ist nicht unten drunter, oder? Okay, dann ist hier noch was anderes, was wir mitnehmen können. Noch ein Datenrelais und ich hab's. Ja, das letzte ist hier hinten, oder?
Nehmen wir Munition auf. Warte mal gerade kurz, ich muss gerade gucken. Das muss hier hinter irgendwo sein. Oder bin ich jetzt gerade blind an dem Ding vorbeigerannt? Ah, okay, dann ist das hier hinter. Okay, das ist über uns. Wenn ich es richtig jetzt sehe. Aber wie komme ich an das Ding da oben ran? Es ist, wie gesagt, ich habe eigentlich nur gerade nur ein blödes Gedankenspiel gerade drin. Warte mal, wo habe ich das denn? Hieß dieses Ding, ne? Okay, nicht funktioniert. Es war einfach nur. Hätte ja funktionieren können. Okay. Hab ich dann. Das muss ja irgendwie hier drin sein, ne? Komme ich da nicht rein? Warte, was ist denn das da hinten eigentlich? Ist das so eine Schlüsselkarte oder so? Oh, das war keine Absicht. Warte mal gerade kurz. Ich gehe mal. Wie der Feind ist. Dann laden wir uns mal was hier runter hier. Ja, warte mal. Laden wir uns mal den Key herunter. So, haben wir. Und hier hinter ist nämlich auch das finale Ziel. Das sollte reichen. Jetzt nehme ich einfach das Audio aus diesem Stream und das Video aus diesen 36 und geschafft. Geh dorthin zurück, wo du den Spider-Bot gefunden hast und ich zeige dir die AR-Rekonstruktion aus der Nacht des Anschlags. Super. Okay. Das heißt, wieder zurück an den Anfang, da wo wir hergekommen sind. Der ist hier unten. Wie gesagt, Feinde, das war jetzt gefühlt gar nichts. Aber wie gesagt, es kann natürlich alles noch passieren, was wir da auch mal Feindpräsenz kriegen. CTOS, AR, Flachrekonstruktion läuft. Hast du die Ladung dabei? Halten wir etwa nicht Wort? Vertrau nie einem Kelly-Hund. Analysieren? Kelly? Wie in Clan Kelly? Soll das heißen, diese Gangster-Wichser hatten hier ihre Finger im Spiel? Sieht eher wie eine Übergabe aus, als hätten die Kellys nur etwas zugeliefert. Wer war das, die sie getroffen haben? Schien nicht vertraut. Vielleicht Zero Day? Steh nicht einfach rum. Sieh dich weiter um. Okay. Da oben ist irgendwas hackbar. Bagley. Kannst du herausfinden, wer den Spider-Bot gesteuert hat? Ich habe das Signal, das der Spider-Bot sendet, jetzt vollständig entschlüsselt. Ich kann zwar keinen eindeutigen Nutzer identifizieren, aber dieser Code wird vom Metropolitan Police Service verwendet. Die Polizei hat zugesehen, während das passiert ist? Analysiere die AR-Aufzeichnung. Die Rekonstruktion geht hinter diesem Schutt weiter. Wir haben nicht ganz zufällig irgendwo ein Quantentunnelgerät herumliegen, oder? Bis zur Quantentunnel-Technologie dauert es noch mindestens 10 Jahre. Aber Spider-Bots und Drohnen haben wir schon. Versuch es doch damit, wenn du nicht warten möchtest. Gute Idee. Habe ich irgendwas in der Richtung da, dass ich das benutzen kann? Nö, ne? Okay, ich brauche also noch mal was. Kann ich den Spider-Bot rufen? Ja, kann ich. Cool.
Nehmen wir mal mit. Gucken wir uns das ganze Ding mal mit einer Spinne, mit einem Spiderbot an. Und springen kann das Ding auch. Sehr gut. Oder? Und dann gucken wir uns mal das ganze Spielchen ein bisschen genauer an. Und damit komme ich vielleicht sogar in den Technik. Oder damit könnte ich vielleicht sogar in den Technikpunkt, oder? Gut zu wissen, dass ich das Ding. Warte mal. Richte deine Menschenaugen doch mal auf die Ladung des Vans. Super. Nehmen wir mit. Oh, gut. Noch eins. So. Analysieren wir das ganze Ding mal. RDX-Stickstoff und genau dasselbe Zündsystem wie bei den Bomben im Parlament. Zero Day. Da, schnell. Wir haben noch mehr zu tun. Ihr wurdet also angeheuert, alle Ziele zu versorgen? Klappe. Kenntnis nur bei Bedarf. Okay, analysieren. Shit. Dann hat Zero Day mit mehreren Gruppen die Anschläge durchgeführt? So kann man auf jeden Fall einen großen koordinierten Angriff verüben und dabei anonym bleiben. Zero Day brauchte Leute und Ressourcen in unmittelbarer Nähe. Und man muss nicht der beste KI-Detektiv der Welt sein, um zu erkennen, dass sowohl Clan Kelly als auch Albion von den Anschlägen profitiert haben. Leider kriegen wir aus der AR-Rekonstruktion nicht mehr raus. Aber wenn wir den geheimnisvollen Officer finden könnten, der mit dem Spider-Bot spioniert hat, erfahren wir vielleicht mehr. So, wir kommen aus dem Gebiet. Und ich hätte gerne jetzt die Möglichkeit, ob es jetzt irgendwie... Die Frage ist, geht das? Komme ich da jetzt irgendwie hoch wieder oder wieder raus? Nee, ne? Scheiße. Wo muss ich jetzt hier raus? Hier, oder was? Nee. Ich habe mal hier oben oder so. Ja, hier. Ja, ja. Jetzt versuche ich noch schnell den Technikpunkt zu finden. Ich hoffe, dass ich das mit dem Ding finden kann. Da hoch muss ich. Oder? Bin ich ja jetzt gerade... Bin ich jetzt gerade falsch? Da ist irgendwie eine Lücke in der Wand. Da komme ich raus. Sehr gut. Aber eins wollte ich doch versuchen. Ob es funktioniert. Mal gucken, wie weit die Reichweite von dem Ding hier ist. Deaktivieren wir mal. Ja, Cooldown. Ich sollte ganz dringend wirklich aus dem Ding hier raus. Ich will aber was auch noch holen, wenn es geht. Wenn das geht. Warte mal. Da ist nämlich der Technikpunkt, den wollte ich noch mitnehmen. So. Jetzt gehe ich wieder zu meinem Mannequin zurück und dann verziehen wir uns hier. Also gut zu wissen, dass ich mit dem Spider-Bot tatsächlich die Technikpunkte einsammeln kann. Ich mit euch. Lass mich in Ruhe. War da nicht irgendwie noch eine dritte Drohne unterwegs oder so von den Dingern? Ach, die aktivieren sich quasi wieder selbstständig. Okay, gut. Dann verschwinden wir mal hier wieder rein in unsere Kiste. Und...
Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich jetzt. Warte mal, hier sind die. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt gute oder böse Bots waren. Drohnen waren. Und ich einfach nur sage, ich nehme sie mal mit, hau sie raus. Bloß nicht irgendwie eine. Bloß nicht irgendeine Scheiße machen mit den. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich. Oder bloß, dass nichts passiert. So, also. Was ist denn hier eigentlich hinter? Ich habe die Seriennummer des Spider-Bots zurückverfolgt. Okay. Er wurde vor 3 Jahren New Scotland Yard zugeteilt. Vielleicht finden wir im Revier mehr Informationen zu Nutzer und Aufgabe. Die Bullen waren schon an den echten Tätern dran, haben aber aus irgendeinem Grund die Fresse gehalten. Das passt auch nicht. Uns Gute fehlen Nacht. Noch ein paar Puzzleteile. Die Wahrheit erfahren wir nur, wenn wir der Sache bei New Scotland Yard nachgehen. Ich habe jetzt mal bewusst meine Waffe weggesteckt. Ich guck gerade, ob hier irgendwas ist, was mich gerade irgendwie interessieren könnte. Scheinbar nicht. Okay, gut. Dann lass uns einfach mal in Ruhe. Oder würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.